hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Lasst all eure Probleme dahinschmelzen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 1. Juli 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr interessiert an der Art und Weise, wie ein Mensch hier auf der Erde erleuchtet wird. Wir interessieren uns für den Prozess, der stattfinden muss, damit dies geschehen kann. Viele von euch haben von der Idee des Todes des Egos gehört, der dunklen Nacht der Seele sozusagen. Andere, die mit Süchten zu tun hatten, kennen die Kraft des Tiefpunkts und viele sind aus der Grube der Verzweiflung erwacht. Aber so muss es nicht laufen. Ihr müsst nicht erwarten, dass sich euer Leben in einer Abwärtsspirale bewegt, um Erleuchtung zu erlangen. Und wir hoffen, dass ihr euch einfach für die gesunden Praktiken entscheidet, von denen ihr wisst, dass sie nötig sind, um euch für Energien höherer Frequenzen zu öffnen und euch von ihnen transformieren zu lassen. Mit anderen Worten, wenn ihr eine tägliche Meditationspraxis habt und bereit seid, in euch selbst zu schauen, um festzustellen, was ihr verändern müsst, dann kann eure Erleuchtung eine allmähliche Aufwärtsspirale sein, die nicht den Anschein einer Grube der Verzweiflung beinhaltet. Welchen Weg ihr nun einschlagt, ist schon vor eurer Geburt in euren physischen Körper festgelegt und das können wir erkennen. Verschiedene Seelen wollen verschiedene Erfahrungen machen und verschiedene Wege gehen, aber alle Wege führen letztendlich zurück zur Quelle. Und je eher ihr das erkennt, desto eher verstärkt ihr eure Wünsche, um mehr der Quellenenergie zu entsprechen. Ihr alle habt die Fähigkeit, jeden Tag zu sitzen und zu spüren, was unendlich und ewig in euch ist. Und wenn ihr das tut, kommt ihr unserer Definition von Erleuchtung näher. Unsere Definition von Erleuchtung ist der Moment, in dem ihr erkennt, dass das Licht schon immer in euch war und es ist die Quelle. Es ist die bedingungslose Liebe, die euer physisches Fahrzeug antreibt, die Realitäten erschafft und die ihr fühlt, wenn ihr als euer bestes und höchstes Selbst agiert. Deshalb empfehlen wir euch, mindestens einmal am Tag nach innen zu gehen und nach dieser unendlichen und ewigen Liebe zu fühlen, die die Wahrheit dessen ist, wer ihr seid und die die Wahrheit dessen ist, was die Quelle ist. Und wenn ihr das tut, werden all die anderen Probleme, die ihr in eurem Leben habt, dahinschmelzen. Ein Teil des Grundes, warum sie dahinschmelzen werden, ist, dass ihr aufhören werdet, so viel über sie nachzudenken, und ein anderer Teil ist, dass ihr euch mit eurem Schöpfersein ausrichten werdet. Ihr werdet anfangen, eure Realität mit Liebe zu erschaffen, statt mit Ärger, Angst oder Traurigkeit. Und dann fangen die Dinge wirklich an, sich um euch herum zu verändern, aber was noch wichtiger ist, die Veränderung beginnt in euch selbst. Und ihr könnt dieses Leben so viel mehr genießen, wenn ihr erkennt, dass ihr mehr seid als nur ein Spieler, ein Akteur darin. Ihr seid der Schöpfer davon und ihr erschafft es zu eurem eigenen Vorteil. Ihr erschafft es so, dass ihr mehr von dem erfahren könnt, was ihr wirklich seid. Und wenn ihr erleuchtet seid, seht ihr auch andere so, wie sie wirklich sind. Und das ist aufregend. Denn dann kann der Spaß auf der Erde wirklich beginnen. Wir sind der arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.